Saarbrücken, schönen guten Abend. Oder gute Nacht oder wie auch immer. Okay, ich versuche mich mal nicht ablenken zu lassen. Ja, es ist ein bisschen leerer geworden. Es ist ziemlich leer geworden, nachdem der Ken weg war. Er sagte, ja, wenn ihr weggeht von der Mahnwache, dann solltet ihr doch aktiv werden. Ich hoffe, dass alle, die dann gegangen sind, auch direkt aktiv geworden sind. Ich bezweifle das ein bisschen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Ralf Schurich. Ich bin vor einiger Zeit mit meinem Fahrrad losgefahren. Ich habe meine Wohnung hinter mir gelassen, weil ich auch genauso wie den Ken enttäuscht gewesen bin davon, dass eigentlich keiner wirklich was getan hat und alle Leute auf den Mahnwachen immer nur gesagt haben, so, das System muss sich ändern, dann werden wir alle glücklicher. Und ich für meinen Teil denke, okay, das muss wirklich bei uns anfangen und vielleicht muss man es nicht so extrem machen wie ich. Aber ich für meinen Teil sag mal so, ich glaube, wenn wir wirklich was Neues erschaffen wollen, dann müssen wir auch mal neue Wege gehen. Und das vielleicht auch einfach mal mit Mut. Und wo mich dieser Weg hinführt, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall bin ich auf was gestoßen, das auch vorhin angesprochen wird. Und zwar wird man mit seinen Ängsten konfrontiert. Und wenn ich die Gesellschaft mir so angucke, in der ich bin, in der ich lebe, dann sehe ich, okay, dass die meisten Leute die Bequemlichkeit dieses Systems einfach brauchen und benutzen, damit sie sich einfach ihren Ängsten nicht stellen müssen. Und ich für meinen Teil bin jemand, ich stelle mich ganz gerne meinen Ängsten, einfach weil ich der Meinung bin, dass wir erst dann frei sein können. Ich habe gerade jetzt, wo ich meine Lebensgrundlage wirklich mal verloren habe, habe ich endlich mal Erfahrung gemacht. Ich konnte mich mal Ängsten stellen. Und ich bin jemand, ich schreibe gerne ein Tagebuch. Ich werde auch vieles noch weiter schreiben über meine Reise. Aber ich denke, wir werden erst in extremen Situationen wirklich erfahren, was an Ängsten in uns steckt. Und es sind diese Ängste, die am Ende die Grundlage dafür bilden, dass alle Menschen diesem System hinterherrennen. Und vielleicht wird das etwas klarer, wenn ich meinen letzten Tagebucheintrag mal vorlese. Ich sag's euch gleich, es wird nicht schön, aber ich hoffe, es regt euch zum Nachdenken an. Es ist ernst. Liebes Tagebuch, Grenzerfahrungen. Nun habe ich längere Zeit nicht mehr wirklich was von mir hören lassen. Die vergangenen Wochen waren dafür einfach zu turbulent. Turbulent, aber erkenntnisreich. Ich denke, dass man wirklich wichtige Erkenntnisse nur in den Situationen erlangen kann, in denen man sich seinen Ängsten stellen muss. Und das habe ich in meinem Leben sehr oft getan. Ich lebe nach dem Motto, wenn du glücklich werden willst, lass erstmal alles hinter dir, was dich unglücklich macht. Aber davon muss man auch bereit sein, sich den Verstrickungen und Abhängigkeiten zu stellen, die eben unser Unglück erzeugen. Viele dieser Verstrickungen sind dem System, in dem wir leben, geschuldet. Mein Ausbruch aus dem Leben mit Wohnung und monatlich gesichertem Einkommen war ein Sprung ins Ungewisse, ein Sprung hinein in meine dunkelsten Ängste. Und es sind nicht nur meine Ängste, sondern die Ängste, die wahrscheinlich jeder Mensch mit sich trägt, jedoch nur unbewusst. Das System hilft den Menschen dabei, sich diesen Ängsten nicht stellen zu müssen. Und nach den letzten Wochen kann ich gut nachfühlen, warum man das nicht unbedingt will. Diese Zeit war und ist geprägt von großer Unsicherheit. Und mehr als einmal habe ich überlegt, zurück zum Amt zu kriechen, um mich wieder in das System einbinden zu lassen. Ich werde es nicht tun. Es muss möglich sein, aus der Matrix auszubrechen. Und wenn man nicht weiter weiß, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. In den vergangenen Wochen habe ich meine Ausgaben auf ein Minimum reduzieren können. Ich habe sehr viel Nahrung direkt aus der Natur bezogen. Habe Lebensmittel kennengelernt, die theoretisch sogar das Zeug dazu hätten, als Grundnahrungsmittel durchzugehen. Und Millionen Menschen für lau zu versorgen. Und immer wenn ich so dastand und meine Kräuter erntete, dachte ich über den Unsinn nach, dafür arbeiten zu gehen. Wenn ich eine Stunde Essen sammle, habe ich genügend Nahrung für 2 Tage. Die ist eben nur nicht so süß und so klebrig wie das Essen aus dem Supermarkt, dem ich allerdings immer noch nicht abgeneigt bin. Sie ist aber besser, gesünder und gehaltvoller als alles, was man im Supermarkt hätte kaufen können. Es ist die Bequemlichkeit und die Sucht nach verführerischem Essen, das uns davon abhält, wirklich gesund zu leben. Lass Nahrung deine Arznei sein und Arznei deine Nahrung, sagte Hippokrates. Und schaut euch mal an, was ihr jeden Tag für einen Scheiß in euch reinschaufelt. Und dann meckert ihr über Monsanto
Aber ihr guckt nicht, was ihr selber sammeln könnt. Ihr guckt gar nicht, was gesund ist. Weil es ist bequemer, diesen Scheiß zu fressen. Es ist ein kalter Entzug. Ein Entzug vom Gewohnten, vom Einfachen, vom süßen, verführerischen Genuss. Und kein Entzug ist einfach. Dieser hier ganz besonders nicht. Aber wenn man das wirklich ernst meint und ein alternatives Leben leben will, kommt man nicht umhin, ihn zu machen. Es ist eine Reise des Glaubens und Vertrauens. Bisher mangelte es mir, trotz vieler im Nachhinein unnötiger Sorgen, an nichts. Noch immer sitze ich hier, kämpfe gegen das flaue Gefühl im Magen an und weiß doch, dass alles genauso läuft, wie es laufen soll. Ich frage mich, ob sich die Menschen damals im Krieg so gefühlt haben, als ihre Lebensgrundlage wegbrach. Auch sie gingen auf die Wiesen, aßen Gras, Rinde, Brennnesseln. Und in ihrer Verzweiflung, manchmal auch ihre eigenen Schuhsohlen, nur um etwas im Bauch zu haben und das flaue Gefühl der Unsicherheit zu betäuben. Hunger scheint mir nahe Verwandter der Sorge, um die grundlegenden Dinge zu sein. Und dagegen gibt es nur ein Mittel, Vertrauen. Das System bietet eine vertraute Umgebung. Und ich denke, dass viele Menschen auch aus diesem Grund so sehr daran festhängen. Aber es ist nicht die einzige Quelle, die uns versorgt. Im Grunde ist es nur eine untergeordnete Quelle, eine Krücke, die man benötigt, bis man den großen Versorger wiederfindet. Ich ging in den Wald, den Bauch wieder einmal voll mit Sorge um die Zukunft. Beim Sammeln von Nahrung fällt mir das Gefühl kaum auf. Die grundlegendste aller Sorgen ist gestillt und so erschloss ich mir weitere Nahrungsquellen, die meine langfristigen Sorgen erst einmal dämpften. Doch meldet es kaum mein Gefühl der Zukunftsangst. Ich begann in tiefe Verzweiflung zu fallen und das Gefühl in meinem Bauch wurde beinahe unerträglich. Ich meine, dass Gefühle gefühlt werden müssen, bevor sie gehen können. Und auf eine sehr sonderbare Art freute ich mich, dass ich an diese tiefen Gefühle endlich herankommen konnte. Denn meinem Bauch ging es noch nie wirklich gut. Auch innerhalb der Matrix hatte ich diese Sorgen. Doch brachen sie nie so aus wie jetzt. Immer wenn es dann hart auf hart kam, hatte ich wieder ein bisschen Geld auf dem Konto oder jemand gab mir das Nötigste zum Leben. Daran hat sich allerdings nichts geändert. Nicht das Geringste. Außer der Illusion, dass das dafür der Staat verantwortlich wäre. Noch immer habe ich das Gefühl, getragen zu werden. Noch immer mangelt es mir nicht an den Dingen, die ich zum Leben brauche. Und faszinierenderweise lebe ich wesentlich gesünder als jemals zuvor. Lerne mich wieder stärker mit der Natur und dem alles umfassenden Ganzen zu verbinden. Und auch das flaue Gefühl im Magen ließ nach, nachdem ich dieses unangenehme Gefühl zuließ und mit einem verzweifelten Gebet an die Schöpfung abgab. Kurze Zeit später zeigte sich mir dann auch der lang ersehnte Lichtblick. Und meine Sorgen um die Zukunft kann ich nun gehen lassen. Je schwerer die Herausforderung, umso tiefer auch die Erkenntnisse. Es ist noch immer nicht leicht. Wellen der Angst steigen in mir auf. Gefühle, die sich über Jahrzehnte, wenn nicht gar über viele Leben, angestaut haben. Sie alle drängen drauf, in Vertrauen und Liebe losgelassen zu werden. Ich fühle mich leichter, getragener. Und ich erkenne, was ich schon während der ersten Wogen der Unsicherheit verspürte. Dieser Prozess ist notwendig, wenn man wirklich frei sein will. Ich kann nicht mehr wütend sein auf ein System, das so vielen Menschen dabei hilft, diese Ängste nicht fühlen zu müssen. Ich kann, und ich tat's auch nie, fordern, dass dieses System abgeschafft wird. Denn wenn ein ganzes Land kollektiv in diese Gefühlslage geriete, wie im Krieg, wären die Auswirkungen verheerend. Kaum jemand hier glaubt wirklich fest. Kaum jemand hat wirklich Gottvertrauen. Viele würden eher an die Macht des Stärkeren glauben. Und was das heißt, kann sich jeder selbst ausmalen. Ich kann nicht wütend sein auf die, die man viel zu oft als Schlafschafe bezeichnet, denn sie wollen nur in Ruhe und Frieden leben und sich nicht mit Situationen konfrontieren, denen sie in ihrem Bewusstseinszustand gar nicht gewachsen wären. Es wäre, als ob man jemanden ins kalte Wasser werfen würde, der noch nicht einmal weiß, was Wasser ist. Danke, liebes Tagebuch. Okay, das ist vielleicht ein bisschen starker Tobak, aber ich hoffe, dass ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und ich höre auch immer, wenn die Leute sagen, so, wir müssen gegen den Krieg und sowas alles sein. Und dort sterben Menschen. Aber dort sterben nicht nur Menschen, dort leben Menschen in
dieser Gefühlslage, die ich, und ich bin dankbar dafür, jetzt auch mal durchleben durfte, in Angst, sie leben in ständiger Angst. Und wer von euch, was Angst weiß, was Angst ist, was diese Überlebensangst mit sich bringt? Wer weiß, wie beschissen sich das anfühlt, wenn man morgens früh aufsteht und weiß nicht, was man zu fressen hat? Und ich sag's euch ganz ehrlich, die Leute, die im Krieg gestorben sind, die haben es leichter als die, die dort noch leben. Und wir sollten uns dessen öfters mal bewusster werden. Und ich bin dankbar dafür, dass mir diese Erfahrung geschenkt worden ist. Auch wenn diese Erfahrung hart war. Aber ich habe wenigstens Mitgefühl dadurch lernen dürfen. Und davor sollten wir die Augen nicht verschließen. Und ich möchte es noch dazu sagen. Der Ken sagte, okay, wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Was habe ich hiermit getan? Ich habe mich meinen tiefsten Ängsten gestellt. Und wenn man das tut, ich habe es geschrieben, dann zeigt sich ein Lichtblick. Und es hat sich ein Lichtblick gezeigt. Und ich werde in einem alternativen Projekt jetzt arbeiten und werde versuchen, Alternativen für Menschen aufzubauen. Und ich arbeite an zwei Alternativen, wo Menschen, die wirklich es ernst meinen und nicht nur labern und kritisieren und sagen, die Politiker müssen alles anders machen und nicht wir, wo solche Menschen tatsächlich die Chance bekommen, auszusteigen, wirklich auszusteigen. Aber ich glaube, dass man an solche Punkte wirklich erst kommt, wenn man sich durchgekämpft hat. Hört auf zu reden, sondern macht was. Und auch wenn es wehtut und auch wenn das bedeutet, dass ihr euch mit Ängsten konfrontieren könnt, der Weg wird zeigen, dass es gut und richtig ist und ihr seid niemals alleine dabei. Es haben sich so viele Engel gezeigt, immer in den Situationen, wo es hart auf hart kommt. Niemand ist dabei alleine. Aber ihr müsst dran glauben, in eurem Herzen. Vielen Dank. Ich glaube mit deinem Herzen.